Wir starten unser sensationelles Bühnenprogramm jetzt mit einer Showgruppe. Ihr wisst ja alle, wer jetzt kommt. Wer kommt jetzt? Das geht besser. Nochmal. Genau, mit ihrem Stück Miko in Musicland. Viel Spaß!
das war wirklich brillant. Wie wär's, wenn wir ein Lied zusammen singen würden? Das wäre wunderbar. Zusammen? Dein mickriges Stürmchen und meine prachtvolle Stimme? Bitte, versteht mich nicht falsch. Ich dachte nur, ein Lied mit allen zusammen wäre bestimmt noch viel besser. Zusammen. Zusammen? Das mir, der Königin, meine atemberaubende Stimme. Ist dir nicht genug? So habe ich das nicht gemeint, Eure Majestät. Ich sage dir, was viel besser ist. Eure Majestät, das war nicht meine Absicht. Auf ich bitte mit Sie. Dem Kopf! Hab Gnade! Hat sonst noch irgendjemand im Publikum irgendetwas dazu zu sagen? Nein? Wer hat die schönste Stimme im ganzen Land? Eure Majestät, selbstverständlich. Ha. Majestät hat befohlen, dass alle im Schloss die Konzert sehen sollen. Wehe, du wagst es, sie wütend zu machen. Lev? Bist du auf den Kopf gefallen? Keine Majestät? Also wirklich? Wie kannst du es wagen, mit dem Berater der Königin so zu reden, du Göre? Na hör mal! Was ist das eigentlich für ein Ton, mit dem du deine Liederin ansprichst? Und überhaupt, diese grässlichen Hasenohren! Nimm die bekloppten Dinger ab! Ah, das tut weh! Was ist das? Wieso gehen die nicht ab? Natürlich gehen sie nicht ab! Ich hab sie auch seit 14 Jahren! Den Schwanz genauso! Fass nicht an! Das tut weh! Nein, das stimmt nicht! Ich habe dich gestern noch ohne diese Teile gesehen! Mann, nimm sie endlich ab! Das ist ja grausam! Peinlich! Ah! Ich sagte doch, sie gehen nicht ab! Und wieso? Sie etwa mit Sekundenkleber angeklebt? Sekunde! Minute! Zeit! Ich komme zu spät! Len? Len, warte! Ganz allein im Wald. Suchst nach deinem Freund. Doch wirst du lang suchen müssen. Was soll das? Wo bin ich hier? Was für eine Show. Luca? Ich bin nicht die, für die du mich hältst, Süße. Keine der Personen, die du hier erkennst, sind Personen, die du auch kennst. Merk es dir gut. Luca? Was meinst du damit? Wo bin ich hier? Hörst du nicht die Melodie? Wo könntest du sein? Natürlich im Musicland. Musicland! Im Musicland? Musicland!
Ja, fragt sich das Kind nun, wie sie hergekommen ist? Jeder gelangt auf anderem Wege ins Musicland. Musicland! Wie, ist nicht immer ganz klar, doch die meisten waren hier, um ihre Fehler zu gestehen. Oh, Moment! Willst du damit etwas sagen, ich habe mir den Schlamassel selbst eingebrockt? Meinst du etwa, ich, Miko Hatsune, habe einen Fehler gemacht? Nein, unmöglich. Das kann überhaupt gar nicht sein. Du redest zu viel. Hörst dir wohl gerne zu, was? Ob es ein Fehler war, wird das Kind schon selbst erfahren. Einen Schlüssel gebe ich dir hochnäsigem Ding dennoch. Den Schlüssel zur Realität zeigt dir die rote Majestät. Das ist ein Scherz, oder? Mit dieser Einstellung findest du den Weg bestimmt nicht, Miku. Was? Das?
Was das? Das ist doch nur ein bisschen Gras. Bitte, wenn du dir deine Stimme zerstören möchtest, dann kommen wir lieber zu mir. Könntest du mir vielleicht sagen, wie ich von hier zur Roten Königin komme? Zur Königin? Wo willst du denn lang? Na, wo muss ich denn lang gehen? Wo willst du denn lang? Ich will immer noch zur Roten Königin! Ganz ruhig. Du musst ja nicht gleich so aggressiv werden. Pass auf. Der Weg zur Königin ist ganz einfach. Sieh hier. Halt mal, Süße. Danke. Auf Stocki sind wir Verlass. Da lang! Stocki hört sich nie. Okay. Viel Glück, Miko. Du wirst es brauchen. So garstig und naiv, wie du bist. Du sagtest ja. Vielleicht. Aber? Doch, Mann. Ihr macht mich fertig. Du, die ist aber komisch drauf. Naja, schlimmer als wir. Völlig gaga. Komm her. Komm. Pötchen. Da, nimm diesen Pfad. Er führt dich dahin, wo du hin willst. Aber ihr habt gesagt, dass ich dem roten Pfad folgen soll. Mann,
Mann, du nervst! Der hier ist royal blau. Königlicher geht's ja wohl nicht. Dankeschön. Du, Neru? Da? Miku hat gerade Danke gesagt. Da muss sie echt verzweifelt sein. Du, Neru? Ja? Wohin führt der Pfad eigentlich? Keine Ahnung. Aber wenn es ihrer ist, wird sie jetzt vor dem Kreis laufen. Das will ich sehen! Eine hübsche junge Dame entgegengeflogen. Rin! Matroschka ist mein Lied! Du hast es völlig verunstaltet! Na, hör mal! Ich wollte dich nur zu unserer Teeparty begrüßen und du tickst hier so rum? Tsch. Also weißt du, hier im Musicland darf jeder jedes Lied singen? Ich glaube, die Königin sollte. Rin. Komm, beruhig dich erstmal. Sie weiß es eben nicht besser. So wie die Königin. Mach uns lieber erstmal Tee. Meinen Tee soll die da trinken? Die hat mich beleidigt. Ach komm. Halt die Ohren steif. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Na los. Na gut. Darf ich bitten, meine Dame?
mein Tee. Los, trink die Tränke. Probieren. Er ist toll, ne? Er ist toll. Ja, natürlich ist er toll. Ja, ja. Oh, ist wunderbar. Naja, vielen Dank. Sag ich doch. Ja, klar. Entschuldige, dass ich so neugierig bin, aber wohin führt denn der Weg einer so hübschen jungen Dame? Oh, ich muss ganz unbedingt zurück, Königin. Ihr kennt nicht zufälligerweise den Weg. Ganz einfach. Hörst du nicht die Melodie? Ja, was denn für eine Melodie? Aber das ist doch mein... Ich meine, ich kenne diese Melodie. Aber warum habe ich sie früher noch nicht gehört? Höre ihr gut zu. Wenn du ihr folgst, zeig dir den Weg zur Roten Königin. Also ich sag, das wird nie etwas. Hab Geduld, auch sie kann sich ändern. Aber jetzt sollten auch wir gehen. Sie wird bald zur Königin kommen. Und die anderen warten bestimmt schon auf uns. Gibt's noch Tee? Naja, zur Not haben wir unseren eigenen dabei. Oh, der ist sowieso immer besser. Mhm. Meine Wünsche zu erfüllen. Es ist doch nicht so schwer. Du faules Stück, wo ist mein Kleid? Siehst du es hier irgendwo? Ich habe dir gesagt, es soll da sein. Eure Majestät, das ist noch nicht da. Wieso behalte ich eine faule Puppe wie dich überhaupt? Du bringst gar nichts. Verschwinde! Ich will dich einfach nicht mehr wiedersehen! Aber mich! Weiß ich nicht von Mikro. Wer ist denn das? Wer hat sie hineingelassen? Was sagt ihr, Luca? Ich bin im Musicland. Also, ist das nicht die Meiko, die ich kenne? Beweg dich schneller. Denkst du, ich habe ewig Zeit? Euer Majestät, ich bin von sehr weit hergekommen, da ich, Miko Hatsune, sie, euch, die wohl größte und mächtigste Königin, von der ich je gehört habe, um Hilfe bitten möchte. Ihr müsst verstehen, ich bin aus nicht vorhersehbaren Gründen in euer Reich gekommen. Aber Majestät, ich gehöre nicht hierher. Darum bitte ich euch, bitte bringt mich nach Hause. Naja, wenn dir jemand helfen kann, dann wohl ich. Aber ich habe heute keine Lust mehr, also komm morgen wieder. Eure Majestät? Hier ist die Liste der Lieder für das morgige Konzert. Miku Hatsune war es doch, oder? Ja, ja, Majestät. Du wirst doch bestimmt auch zu meinem morgigen Konzert kommen. Oh ja, unbedingt. Ich meine natürlich selbstverständlich, Euer Majestät. Miki, wer hat diese Liste hier erstellt? Eure Majestät hat sie erstellt. Ich werde doch wohl wissen, was ich getan oder was ich nicht getan habe. Also sag mir die Wahrheit. Wer war es?
Ich habe sie erstellt, Eure Majestät. Wenn du aufwachst und Miki nicht mehr bei dir ist? Oh nein, nein, nein! Oh Luca! Luca, bitte! Du musst mir helfen! Ich? Wieso ich? Ich kenne diese Miku überhaupt nicht. Es ist mir egal, ob du sie hier nicht kennst. Es ist dein Leben, das auf dem Spiel steht. Na und? Täglich gehen hier Leben verloren. Seitdem die Königin hier das Sagen hat, löscht sie alle möglichen Leben aus. Rat mal, warum ich nicht gesehen werden will. Thank you.
Das ist alles Schuld! Come back in some song.
Okay, jetzt habe ich ein Mikrofon und ein Headset. Naja, egal, eins von beiden funktioniert zumindest. Gut, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid zu unserem Auftritt, obwohl es so früh ist. Ein Applaus für euch. Vielen Dank an Jani Marco, dass wir doch noch so kurzfristig auftreten durften. Vielen Dank an die Technik und an alle anderen, die noch so mitgewirkt haben. Hinter der Bühne, hinten im Saal und naja, ne? Unsere Videos haben gut funktioniert. Und den allergrößten Dank verdient ihr, das Publikum. Ja? Genau. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid, obwohl die Eröffnung noch gar nicht stattgefunden hat und der Einlass ja auch erst kurzfristig hier ist. Wir sind Parapara Connection hier aus Berlin. Franzi? Unsere Franzi? Ach, unsere Franzi. Genau. Also Rika, die ganz kurzfristig als unsere Nero eingesprungen ist. Genau. Weil sich unsere eigentliche Nero nämlich das Sprunggelenk rausgehauen hat und momentan nicht mal laufen kann. Dankeschön. Ja, unsere Techniker soll, denke ich, einzeln. Danke, Max. Danke, Dennis, hinter der Bühne. Danke, Tora, für die Projektion. Und danke, Markus, für das Licht. Ja, und genau, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, findet ihr uns auf unserer Facebook-Seite, Paraconnection, at Facebook halt, ne? Genau, liked us! Like us on Facebook, genau. Dann. Ach, YouTube-Channel haben wir auch, da heißen wir Para 2 Connection. Zu viel Werbung. Und einen Blog haben wir auch. Hier ist das. Und ab Dezember könnt ihr dann noch auf unserer YouTube-Seite etwas sehen. Und zwar eine Überraschung. Mehr sei nicht verraten. Damit verabschieden wir uns von euch und sagen nochmal vielen Dank. Nochmal einen Applaus für die Con bitte und die Techniker. Gut. Und nochmal einen Applaus fürs Publikum, ihr wart wirklich toll. Genau, viel Spaß. Genießt die Con, es ist der erste Tag.